Sie sind schon relativ frühzeitig mit Jugendarbeit sozusagen in Kontakt gekommen. Ihr Vater hat Sie in eine Jugendgruppe gesteckt. Wie ging das denn los? Was haben Sie Ja, dort mein gemacht? Vater hat gemeint, ich war damals vielleicht 11, 12 Jahre alt, ich sollte in CVJM gehen, also Christlichen Verein junger Männer. Das ist sozusagen das Evangelische unter den Pfadfindern. Und das fand ich also irgendwo interessant. Wir haben Fahrten gemacht, wir hatten ein Buschmesser, wir hatten Kompass, wir haben Landkarten lesen gelernt und es war auch genug Sport dabei. Und so bin ich dann eigentlich in diesen Verein gekommen, in der Glückstraße, wenn ich nicht irre, Nummer 4. Das Haus habe ich heute noch vor mir inmitten der Stadt. Und dann sind wir aufgrund der nationalsozialistischen Beschlüsse übernommen worden. Die Vereine wurden gelöscht, wurden eingestellt und wir waren plötzlich Mitglieder des Jungvolks bis 14 und dann ab 15 bis 18 der Hitlerjugend. Aber zunächst mal gab es da noch eine relative Vielzahl von Jugendbünden. Hat man denn aus der Warte der CVJM schon irgendwo diese Hitlerjugend wahrgenommen oder war das nur ein ziemlich noch relativ unbedeutender Verein in Also Deutschland? wahrgenommen ja, noch dazu, wenn man mitten in München lebte und zur Schule ging. Aber es war nicht so, dass wir also da mit irgendwelchen, ja, wie soll ich sagen, gemischten Gefühlen darüber geschaut haben. Wir haben uns selber gut aufgehoben gefühlt und es war kein Anlass, irgendwo die Farben zu wechseln. Können Sie sich irgendwie noch erinnern, wie das damals war in CVJM, als es nun anstand, dass Sie sozusagen in die Hitlerjugend überführt werden? Kam da jemand, hat Ihnen irgendwas gesagt? Gab es da noch eine Entscheidungsmöglichkeit oder wie hat sich das abgespielt, dieser Vorgang? Also wenn ich zurückdenke, ich kann mich an solche Details nicht erinnern. Nun war mein Vater Pressefotograf, er hatte viele Informationen mehr als vielleicht der normale Bürger. Und er hat sehr darüber, beinahe hätte ich gesagt, gewacht, was der Sohn und was seine drei Töchter machen. Die mussten ja auch in den Jungmädchenbund oder BDM, wie das geheißen hat. Ich weiß nur, dass es plötzlich hieß, wir werden aufgelöst und wir müssen zur Hitlerjugend. Und da das alles sozusagen in einem mehr oder minder, ich will nicht sagen normalen Gang, aber doch in einer Art von, ja, ich hätte gesagt, fast selbst laufender Entwicklung geschah, war das nichts Besonderes. Und ich muss auch sagen, wir haben zwar dann und wann ein Braunhemd getragen und ein schwarzes Tuch mit dem Lederknoten und es gab das eine oder andere Zusammentreffen beim Appell, wie das hieß, auf einem öffentlichen Platz. Oder ich erinnere mich, dass es am 1. Mai immer die berühmten Kundgebungen gegeben hat, auf dem Königsplatz, bei den Propyläen. Und dass man da Dasein antreten musste und dass es am 1. Mai in München nicht selten geschneit hat. Und mein Vater hat mir an einem dieser 1. Mai gesagt: Harry, du bleibst heute zu Hause. Und ich fand das also unmöglich, weil ich ja verpflichtet war, da zu erscheinen. Nur hat er gesagt: Nein, du stehst dann stundenlang da draußen, bist patschnass und wenn du erkältet bist, hab ich dich zu Hause. Also bleib hier. Und wenn einer was will, dann soll er sich an mich wenden, sagte der Papa. Und dann bin ich daheim geblieben. Also so ein Erlebnis, das vielleicht für alle anderen, die da zuhören, ja, nicht bedeutend schien, aber es war so. Die Angst spielte eine ganz große Rolle, selbst wenn man glaubte, man ist nicht ein Angsthase. Was heißt es, die Angst spielt eine Rolle? Die Angst vor was und was? Wer hat diese Angst in welchen Situationen empfunden? Ja, ich sage nur, bei mir war sie versteckt vielleicht da. Ich wollte nicht unangenehm auffallen, obwohl ich vielleicht gar nicht der Typ war, der also nun immer schön frisiert in der Reihe stand. Ich war schon einer, der auch als Junge seine Meinung gesagt hat, soweit sie also auch aus meiner Sicht zu vertreten war. Aber die Angst letztlich war ja, und ich sage oft in gewissen Fällen, die man vergleichen kann heutzutage, jetzt weiß ich, warum Hitler so viele Stimmen gekriegt hat, weil die Leute einfach Angst hatten. Sie hatten Angst vor Verlust ihres Arbeitsplatzes, Angst vor einer latenten Verfolgung. Das konnte man sich natürlich auch einreden. Und Angst auch davor, dass die Kinder irgendwelche Dummheiten machen und etwas sagen oder etwas an die Unterführung mit Kreide schreiben.